Aber realistisch bleiben, ne? Ja. Okay. Mach Special, okay? Heilung für Ebola, Alter? Ernsthaft jetzt? Ja, kannst du da nur Scheiße hinschreiben. Ey, da ist schon wieder. Keine Ahnung, Mann. Dildo-Ersatz? Ein Dildo-Ersatz, den brauche ich auch gerade noch. Oh, da habe ich schon was. Ja, hab ich schon längst. Das war mir irgendwie klar. Ja, kannst, also du kannst da jede Scheiße reinschreiben eigentlich wieder. Also es ist ja, dann ja. Wieder doch lächerlich, oder was? Theoretisch kannst du jede Scheiße reinschreiben. Ja, toll. Bin ich fertig. Alter, keine Ahnung. Was nicht, wie die geschrieben werden. Heilung für Ebola? Ja, das ist halt wieder so ein Ding, wo kannst du ja alles hinschreiben. Ach, ist doch klar, Mann, was da die Antwort ist. Botox. Botox, genau. Das ist die Heilung. Verdammt, verdammt. Wer liest denn vor? Dann sorgi. Ja, ich finde auch, Arborin ja. Sollte vorlesen. Arborin, Entschuldigung. Okay, Dinge, die man jeden Tag macht. Beleidigen, bumsen, Buch lesen, backen und bügeln. Das finde ich immer falsch. Hallo, wer hackt denn hier Buchlesen raus? Wieso ist das falsch? Das ist doch vollkommen korrekt. Richtig. Ja, wenn du gerade ein Buch liest, liest du jeden Tag ein bisschen davon. Der erste Buchstabe muss ein B sein und wenn du dahinter einen kompletten Satz schreibst, ist egal. So, Beleidigung. Das muss schon... Biatsch! Genau. Bück dich, du Stück! Bastard! Bastard, dankeschön. Das ist eine Beleidigung, wenn ich dich Stück nenne. Bitch! Ja. Bumsnudel. Bumsnudel, Junge. Portemonnaie-Inhalt, da bin ich auch mal gespannt. Ein Backfisch, Mensch, das passt jetzt Portemonnaie, Bui? Nicht. Mhm. Bild von deiner Mutter habe ich in meinem Portemonnaie. Schatz, fein. Okay, Alter, ich hab das mal gebeugt. Okay, Alter. Blaue Scheine, okay, also 20er, gut. Bargeld und nochmal Bargeld. Oder sind noch 100 Markscheine drin? 100 Markscheine? Die waren doch blau, oder? Heilung für Ebola. Okay. Botox? Gut. Mir ist nichts eingefallen. Ich habe Brad Pitt geschrieben. Was? Und wird sofort gekreuzt. Butter von Gott. Einfach essen. Ja, okay. Gut, Baumrinde, ja, das ist erstmal, könnte funktionieren. Baumrinde, ja, wer weiß, ja. Ja, wenn man sich ein bisschen reibt daran. Auf jeden Fall. Könnte ja funktionieren. Okay, Dildo-Ersatz. Bodylotion? Oh Gott. Hä, Bodylotion? Ja, nehmen wir die Flasche, Boy. Der Inhalt oder die Flasche? Ja, die Flasche. Bodylotion. Grenzwertig, aber kann man durchgehen lassen. Lass mal gelten. Erste Runde lassen wir gelten. Ich hab Bumsklumpen geschrieben. Was ist ein Bumsklumpen? Ja, musst du mal erklären. Was ist ein Bumsklumpen? Das ist eine künstliche Muschi. Aha. Seid mal, warte mal. Ich will nämlich, es ist leicht diskriminierend. Wieso? Bumsklumpen gibt's nicht, schön. Bei Google. Ein Brecheisen? Was ist denn ein Privator? Das hat aber sowas von dir X. Ein Baum. Oh, Alter, ein Baumstamm. Ein Baumstamm, oha. Privator ja, und so, ein Baumstamm kann auch sein. Wie X sind denn hier? Das stimmt. Ein Tannenbaum, aha, hallo? Ein Tannenbaum hat einen kleinen Baumstamm. Was ist mit euch los? Dämmchen. Was ich in den Mund nehmen würde. Ganz kurz, Ranzgeil schreibt: Ein Bumsklump ist eine Frau ohne Arm und ohne Beine, kann man im Darknet. Okay, aber als Dildo sagt, eine Frau ohne Arm und Beine schiebt man. Naja, okay. Nein, raus! Okay, was nimmst du denn in den Mund, Buja? Ein Biskuit, okay. Ich tue, was ich kann. Du hast auch Biskuit? Ich habe auch Biskuit. Du hast Biskuits. Genau, du nimmst mehrere, eher nur einen. So, ich nehme ein Blasrohr. Verfressen Stück. Eine Brust und ein Berliner.
Ja, stimmt. Musst du hinterschreiben, dass es ein Gebäck ist. Sehr gut. Weiß nicht jeder. Nein, alles gut, alles gut. Ja, danke. Kann man machen. Warte, was mal, danke. Warte, danke. Dinge, ja gut. Ja, gut. Ja, ja, muss einfach, ne? Kann ich nicht einfach jetzt auf Hör aufdrücken? Warum geht das nicht? Weil eine Zeit-Timer ist. Oh Mann, ist doch kacke. Ist doch viel lustiger, wenn jemand auf Hör aufdrücken könnte. Nee, wenn die anderen da zwei Sachen zu haben, ist nicht lustig. Liest du deine Sachen vor und das war's. Ja, eben. Entschuldigung, dass ich halt ein bisschen schneller war. I'm so sorry, Mama. I never let you know. Das ist aber sehr langweilig, was ich hier gerade alles schreibe. Ah, ich auch. Nice. Kappa. Das wundert mich alles nicht. Bin gespannt, wenn Sorge wieder vor. Ich meine, Avril wieder vorlesen. Ich lese jetzt hier nicht jede Runde vor. Doch. Doch. Nein. Du bist aber der Beste im Vorlesen. Hier sind fünf Leute, jetzt kann ein anderer vorlesen. Nee. Ups, bin ich fertig geworden. Ja gut, dann lese ich jetzt vor. Wir machen... Okay, warte. Danach liest Buja vor, dann Hakoda, dann Pate und dann Avorinen und so weiter. Okay, warte mal. Warte mal. Vergeben, Single. Vergeben, vergeben, Single. Eigentlich wäre es geil, wenn überall Ficken steht und Fappen bei den ganzen Singles. Ja, ich hab damit kein Problem. Also, Dinge, die man jeden Tag macht. Fingern, ficken, ficken, ficken. Und fappen. Beleidigung. Hm, deine Mutter. Abo. Was? Hat, Aborin. Fickfrosch. Dankeschön. Presse und Fickfrosch. Ja, zwei Paar Schuhe. Ja, der Portemonnaie-Inhalt. Haben wir einmal Fingernägel. Was? Ist eklig, aber kann man durchaus im Portemonnaie. Das kann man im Portemonnaie haben. Ist eklig, aber das geht. Aber nicht. Wer hat denn Fingernägel im Portemonnaie? Ist doch vollkommen egal. Vielleicht ein Fetisch. Ja, offensichtlich okay, nicht. Alles klar. Ja, gut, okay. Aber ausnahmsweise. Wir müssen mal ein bisschen realistischer bleiben, Freunde. Ja, sorry, aber kann ehrlich drin sein. Im Flachmann auch nicht. Ja, Fingernägel eigentlich auch nicht. Natürlich. Wenn ich den Fingernägel knipse in der Bahn, die meine Portemonnaie landen. Ja, es geht ja darum. Ach, ist doch egal. Also, Führerschein. Ein Warte Fünfer. Nicht. Ja, sehr bewusst. Und Falschgeld. Heilung für Ebola. Fortpflanzung. Ja, absolute Heilung, Alter. Lieder. Naja, Lieder? Fortpflanzung kann auch sein. Ne? Einfach fortpflanzen. Wieder, bevor du stirbst. Freibier für alle. Flachwitze. Und Fischeier. Aber Freibier für alle ist Heilung für Ebola. Ich hab nicht gekreuzt. Trotzdem. Ich hab auch nicht gekreuzt. Aber jetzt kommen wir zum interessantesten und zwar ist es der Dildo-Ersatz. Fettbeschmierte Finger. Flöte. Finger, Flasche und Finger. Widerlich. Also was ich in den Mund nehmen würde. Frösche zum Hai werden. Ja. Ja, okay. In manchen Ländern, ja. Die Aborigines haben das ja schon vorgemacht. Richtig. Filetstück vom Rind. Fritten. Fuß und Fischfilet. Fuß? Ja, oh, du wolltest dich für Fingernägel im Portemonnaie. Du hättest gar Fetisch, Junge. Fuß. Krasse Füße. Ich weiß. Kannst du Fotos schicken von deinen Füßen? Ja, auch nicht. Meine Füße. Kann ich gerne machen. Oh, next round. Gut, dann bin ich realistisch. Können wir danach mal nichts Widerliches nehmen? Ja, okay. Möglich? Okay, aber danke. Hier nach jetzt, ja? Ja. Ja,
Das hatte ich gerade eben schon ganz geil. Das darf ich jetzt nicht nehmen, weil du es hast mir vorgesagt. Der Klassiker. Richtig vielfältig. Nein. Darfst mir nichts vorsagen, Ranskei. Da darf ich das leider nicht benutzen. Aber gute Einfälle. Bist sogar kreativ. Für dein Alter. Kappa Klaus Nikolaus. Scheiße. Keine Ahnung. Ich hab kein Portemonnaie-Inhalt. Ich schon. So, Hakoda, dann lies mal bitte vor. Also, Dinge, die man jeden Tag macht. Buja. Orgien starten zum Feierabend. Aboren. Ohren waschen. Hakoda. Oral befriedigen lassen. Pate. Ohrenschmalz entfernen. Was habt ihr mit euren Ohren, Alter? Was habt ihr mit euren Ohren, dass ihr jeden Tag das machen müsst? Holy shit, Alter. Der Dreck muss nachrutschen. Klar, ist me. Opernauftritte besuchen. Hashtag. Nee, Alter. Hashtag Klammern. Nerds. Okay. Beleidigung. Buja. Orschgeficktes Suppenhuhn? Nein. Orschgeficktes Suppenhuhn! Okay, für den Akzent, ja, okay. Du orschgeficktes Suppenhuhn, okay. Was ist denn du Orga-Bus? Ey, Orga ist definitiv ein Schimpfwort. Ich dachte, ich hänge Pussy Orga? Noch mit dran. Orga, Alter? Ich kenn Orga nicht, sorry. Ich auch nicht. Alter. So, Hakoda, Otto. Pate, einfach nichts. O. Du O. Pate, das ist keine Beleidigung. Mann, ja, die hatten, der hat bei mir die ganzen Buchstaben von F drin gehabt. Da muss ich gleich wegwischen, aber die wenigstens noch ein O zu stehen haben. Du Otto. Okay, weiter. So, fly with me, Opferkind. Ah, der Klassiker. Du Otto. So. Portemonnaie-Inhalt. Buja, Ohrringe. Okay, ja, ja, Geschenk. Kann ich bestätigen? Aboren, nein. Darf ich ganz kurz von Ranskei was einwerfen? Und zwar, Günther Ogger ist ein deutscher Wirtschaftsjournalist und Schriftsteller. Ogger lebt in München. Das ist doch schon eine Beleidigung, ja. Komm mit dem Geist. Das ist eine Beleidigung, oder? Danke. Ranskei ist unser Notar. Grüße gehen raus an Ranskei. Ja, auf jeden Fall. Geht raus. So. Mega Peace. Heilung für Ebola. Buja. Öl? Mit dem OE geschrieben? Ja, okay. Öl ging nicht. Ja, kann man machen. Aboren, ein Otter. Koda, Ochsenpisse. Harte Ofenbraten. Live with me. Opfergabe infizierten Leuten. Okay, auf jeden Fall gewonnen. So, Dildo-Satz, jetzt was interessant. We are... Osmanenfinger? Das sind Osman, Alter, und nicht Osman. Ostmanen. Mit den Westmanen oder was? Ostmanen. Also du meinst ja, Osman, oder? Ja. Das Osmanische Reich, okay. Osman. So, was ist das? Okulele? Das ist ein Musikinstrument. Das wird mit U geschrieben, Mann. Achso, stimmt. Scheiße. Okulele. Der war besser. Orientalischer Kerzenständer. Orientalischer Kerzenständer, ja. Ist mal was anderes. Ohrringe? Hast du ein Ohr? Bestimmt lange so ein Ohrringe, die gehen bestimmt benutzen. Ohrringe. Ja, na klar, kannst du riesengroße Ohrringe. Orange. Ja, Orangen haben eine schöne glatte Haut. Beim Hund. Beim Mund. Die hab ich beim Mund, du. Okay, alles klar. Was ich in den Mund nehmen würde? Buja. Ohrenschmalz, aber was ist los mit euch? Ihr habt voll die Ohrenrunde gerade. Aboren, Omas Kuchen. Immer lecker. Oh ja. Oder Orangenpate, Ohrlappen. Ohrlappen. Ja, wen denn bitte meinen Ohrenschmalz kreuzen, Alter? Ich nicht. Ich bin eine Sabotage, Alter. Guck ins Stream, ich weiß nicht. Kappa Klaus Nikolaus. So, aber danach nehmen wir wirklich mal, also wenn die Runden hier vorbei sind, mit nur realistische Sachen, ohne was Ekliges. Dinge, die man jeden Tag macht. Kann man ja jetzt auch schon machen. Nee.
Kann man dann Beleidigung, sag mal, du bist mehr an Otto sagen oder so? Nee, ne? Nee. Ja, das ist geil, aber das kann ich nicht schreiben. Das kann ich nicht schreiben. Was ich den Mod nehmen würde. Ja, aber das nehme ich. Gut. Ja, das haut mich glatt aus den Sandalen, Freunde. Hashtag S. So, Jerry liest vor. Ich? Ja, danach Pate, dann hat jeder einmal vorgelesen. Dinge, die man jeden Tag macht. Sexuell erregt werden wegen der netten Frau bei Edeka? Kappa? Also ich hab von der doch ein Foto, ne? Was? Die Rothaarige. Schlafen. Wir sind alles Penner. Schlafen bis zur Ohnmacht. So, Beleidigungen. Son of a bitch. Scheiße. Beinfresse. Schnauze. Sacke sich. So, der Portemonnaie-Inhalt. Stück Zettel mit der Nummer deiner Mutter, Abo. Stein, Salz, sechs Spielzeug, drei Karten, syrischer Pass. Den haben die doch alle nicht, die haben sie alle verloren. Ja, stimmt. Die Heilung für Ebola ist natürlich Strangulieren, Stuhlunterricht, Sündenbeichten die Homos. Ja, ich konnte nicht reinschreiben. Ich konnte nicht reinschreiben. Ich wollte Schnitzer schreiben. Salzzufuhr im offenen Herz, austrocknen, totisch. Tod, ihr Wissenschaftler. Ja, falls es wieder diskutiert wird, ihr Wissenschaftler. Ah, okay. Dildo-Ersatz, Sennheiser-Kopfhörer. Welche? Indies. Nicht meine. Indie-Kopfhörer. Was ist ein Stick? Ein Stick? ist das ein anderes Wort bei dem Penis? Das ist ein kleiner Stock. Ja, okay, kennst du, ne? Schlange, Stange, einfach reinkriechen. Salzstreuer. Könnte wehtun, Alter. Vor allem, wenn er offen ist. Ja. Was ich in den Mund nehmen würde? Stifte, Schamhaare. Alter, Sorge, ey. Haben wir alle schon im Mund gehabt. Nein. Ich hab immer glatt rasiert, aber ist auch egal. Bin ich darum, Spielzeug mit Geschmacksverstärker? Es ist korrekt. Okay, Entschuldigung, Alter. Ey, sorry, ich möchte mir nicht vorstellen, wenn du denn da irgendwie gerade am Schlabbern bist und dir so Haare zwischen die Zähne rausziehst. Am Schlabbern. Ja, boah, zu schlabbern. So, mach's mal hier ready, Abo. Danke. Haha, ich hasse euch jetzt schon. Scheiße. Beleidigung, Vincenzo. Oh Gott, was ist denn das, Alter? Das kann ich nicht schreiben.
Okay, bin soweit. Ja, ist einfach scheiße, wenn es der Anfangsbuchstabe von einem von uns ist. Ja, nee, deshalb konnte ich es nicht schreiben. Keine Ahnung. Bist du ein Bastard, weißt du das eigentlich? So, wer liest vor? Ich. Gut. Dinge, die man jeden Tag macht. Vincent auf Facebook verlinken. Danke, Jay. Vergewaltigung. Alles klar, ja moin. Vater grüßen. Vögeln. Vincenzo auf Facebook unter... Was? Memes verlinken. Ja, gut. Beleidigung. Verpiss dich auf. Vogelspastiker. Vielseitiges Arschloch. Was ist das, Botze? Ja. Ey, ich muss Pause verteidigen. Es gibt Leute, die nicht wissen. Schreib es mit V. Legastheniker schreibt es mit V. Okay. Ja, okay. Ich wollte es nicht schreiben, ich habe nicht so viel Zeit gehabt. Alles klar. Vincenzo, du Bosch. So. Du so. Portemonnaie, Mario. Vieles von Furias Mutter? Ja, definiere, sonst ist es weg. Oh, das willst du ja nicht wissen. Viel Kleingeld. Vincenzos Bankkarte. Interessant. So gerne. Heilung für Ebola. Verrecken. Ja. Verloren macht keinen Sinn. GG. Vitamin A, Vitamin C, Alter. Vasenwasser, keine Ahnung. So, Vasenwasser. Ja, weißt du noch nicht. Abgestandenes Wasser von der Flasche. Vincenzo uns Nasenhaare in einen Mörser kleinstoßen und die Infizierten nachher ersticken lassen. Oh, das ist ein Punkt, Alter. Dedo-Ersatz, vieles. Vieles. Ja, gerade. Ja, man kann doch viele sein. Das ist ein Vertikalrohr. Ihr Bastarde, wirklich. Also VW Polo. Oh, ja. Also das ist nee. Schon noch sehr großer Dildo-Ersatz. Ey, komm, ich bitte euch. Eine Vase. Viele sind auch ein Dildo-Ersatz. Und Weltrekorde, Freunde. Eine Violine, sehr schön. Hm? Danke. Ich dachte, ich kann nicht alles mit V nehmen. Also mit... Ich wollte ja nicht alles mit V nehmen, trotzdem. Ich wäre doof, Entschuldigung, Dummkopf. Was ich in den Mund nehmen würde. Vaseline. Vagina. Sag mal, Matze, ey. 6 Euro ausgelastet anscheinend. Vulkaneis? Ja. Okay. Würdest du ja. Was, Wasser? Ja, kennst du nicht? Ja, natürlich. Ja. Wie gut. Vincenzos Finger. Das kann ich auch nicht. Mir ist eingefallen Vincenzos Eier, aber ich dachte, das schreibst du auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Hätte ich Bock drauf. So, und jetzt nehmen wir mal Sachen ohne ekliges Zeug oder unrealistisch, okay? Okay, also realistische ohne ekliges Zeug. Wir sind punktgleich, du Bastard. Ja, du bist die Freundin der Firma. So, wer wird? Wer macht? Schon Punkte, Alter. Wobei ihr VW Polo raus. Es gibt hier unten mit zufälligen Kategorien, wenn wir das alle anklicken. Achso, hab ich jetzt nicht.